Ein Flugzeug der sowjetischen Fluggesellschaft Aeroflot ist heute Abend beim Landeanflug auf den Flughafen Berlin-Schönefeld abgestürzt. Bilder von der Unglücksstelle in der Nähe von Bohnsdorf in einem Waldgebiet. Die Trümmer des verunglückten Flugzeuges vom Typ TU-134. An Bord des Flugzeuges befanden sich 73 Passagiere, überwiegend Bürger der DDR, und 8 Besatzungsmitglieder. Die Mehrzahl der Insassen kam bei dem Unglück ums Leben. Genaue Angaben über die Todesopfer sind noch nicht möglich. Die Identifizierung der Opfer ist außerordentlich schwierig, da die Maschine nach dem Aufprall in Brand geraten war. Die Rettungsmannschaften haben bisher 12 Passagiere lebend geborgen. Sie werden in den Krankenhäusern Köpenick, Königs Wusterhausen und in der Charité medizinisch betreut und erhalten jede erdenkliche Hilfe. Es wurde sofort eine Regierungskommission unter Leitung des Ministers für Verkehrswesen Otto Arndt gebildet, die den Hergang und die Ursachen des Unglücks untersucht.